B2.3. Berechnen Sie das Maß Alpha des Winkels MA1P1. Kurze, knackige Aufgabe, aber Achtung, es ist 3 Punkte wert, von so her muss man schon wieder ein bisschen was denken. Als kleiner Tipp, schaut mal immer, was ihr oben schon berechnen musstet, was als Zwischenergebnis angegeben worden ist. Ja, wir wissen zum Beispiel, MS ist angegeben worden mit 10,44 cm und der Winkel Phi, das war der SMA-Winkel, der ist auch schon angegeben mit 73,30. Okay, schauen wir uns mal rein. Was müssen wir machen? Winkel MA1P1, das ist der hier unten. Der muss berechnet werden. Der hier. So, es gilt wieder, wir machen uns auf die Suche nach Dreiecken, in denen wir möglichst viel kennen und in denen wir dann was berechnen können. Okay, ich bietet sich eine ganze Menge an Dreiecken an. Nenne ich zum Beispiel A1, F1, P1. Aber aus dem kennen wir fast gar nichts, nur dass hier ein rechter Winkel drin liegt. Aber mehr wissen wir gerade auch nicht. Anderes Dreieck suchen. Vielleicht einfach der Reihe nachgehen. Wir haben noch, können zum Beispiel A1, B, P1 nehmen. Aber da kennen wir noch weniger. Nächstes A1, M, P1. Hier, was ist da drin? Ah, eine ganze Menge. Nämlich, den Winkel wissen wir. 73,30 Grad. So. Zusätzlich kennen wir die komplette untere Strecke von A nach M. Nämlich, die ist, hier ist sie 3 cm lang und hier ist sie 4,5 cm lang. Also insgesamt 7,5. Und die Strecke von M hoch zu P1, die kennen wir auch. Warum? Wir kennen die Strecke MS mit 10,44. Und wir wissen, der Punkt P1 liegt 3 cm davon entfernt. Also ist die Strecke MP1 7,44 cm lang. 10,44 minus 3. So, und damit kennen wir schon eine ganze Menge. Gucken wir vielleicht noch einmal im letzten Dreieck, ob das mehr bringt. Also A1, C, P1. Das bringt uns wiederum wenig. Wir kennen die untere Strecke A1, C. Aber sonst auch nichts. Das heißt, hier dieses Dreieck A1MP1 wird am vielversprechendsten sein. So, wir sehen, das Dreieck ist nicht rechtwinklig, das heißt, es funktioniert nur Sinussatz und Kosinussatz. Für den Sinussatz brauchen wir zwei Winkel und zwei Seiten. Einen Winkel kennen wir, der zweite Winkel ist gesucht. Das heißt, Sinussatz würde funktionieren, wenn wir diese Strecke A1P1 kennen würden. Gucken wir einen Kosinussatz. Für Kosinussatz brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Zwei Seiten sind gegeben. Die dritte Seite ist, nicht gegeben. Einen Winkel hätten wir. Wäre also da dran am Kosinussatz. Also es funktioniert momentan weder noch. Also gucken wir mal, ob wir eine Teilstrecke ausrechnen können. Wir haben ja gesagt gehabt, dieser A1P1, wenn wir den hätten, würde ein Sinussatz funktionieren. Also gucken wir mal, ob wir diesen irgendwie rausbekommen. Können wir uns zum Beispiel anschauen, diese Strecke A1P1 liegt im Dreieck A1P1, nicht rechtwinklig, das heißt Sinussatz, Kosinussatz. Für Sinussatz bräuchten wir zwei Winkel, wir haben aber nur einen gegeben. Für Kosinussatz brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Wir kennen die AM, wir kennen die MP1, A1P1 ist gesucht und der Winkel bei SMA, der ist gegeben. Also funktioniert hier tatsächlich der Kosinussatz, um A1P1 zu berechnen. So, schreiben wir es nochmal auf. Man muss hier immer mit der Seite beginnen, die dem Winkel gegenüber liegt. Also in diesem Fall A1P1 zum Quadrat ist gleich. Jetzt die beiden anderen Seiten, nämlich A1M zum Quadrat plus MP1 zum Quadrat minus 2 mal A1M mal MP1, nicht P2, aber auch nicht hoch 2. So, mal MP1 mal Cosinus des Winkels, was war es, SMA oder P1MA, das ist das gleiche. So, bekannte Größen einsetzen. A1P1 ist gesucht, das bleibt also. Ist gleich A1M, das war die untere, die 4,5 plus die 3, das sind also 7,5 zum Quadrat plus MP1, das waren die 10,44 minus die 3 obendran, also 7,44 zum Quadrat minus 2 mal
7,5 mal 7,44 mal Cosinus des Winkels. Und der war, den haben wir oben ausgerechnet, 73,30. So, das kann man so einen Solver eingeben. Dann würde was rauskommen. Oder wer keinen Solver entsprechend hat, noch eine Umformung durchführen. Wir wollen ja a1p1 berechnen. Das Quadrat kriegen wir also über die Wurzel weg. Das bedeutet a1p1 ist Wurzel aus und jetzt der ganze Term noch einmal. 7,5 plus 7,44 Quadrat minus 2 mal 7,5 mal 7,44 mal Cosinus von 73,30. So, das kann jetzt aber fast jeder Taschenrechner eintippen, ausrechnen. Und da müsst ihr eine Länge von 8,92 cm kommen. So, damit wäre die P1 auch bekannt. 8,92. Ja, jetzt lässt sich der Winkel ohne Probleme berechnen. Man könnte jetzt hergehen und sagen, ja, alle drei Seiten sind bekannt, Winkel ist gesucht, ist schon wieder ein Kosinussatz. Oder man nimmt einen Sinussatz, Kopf wie gesprungen. Ich nehme jetzt mal nochmal den Kosinussatz, weil den habe ich gerade eben schon aufgestellt, also kann ich ihn ja gerade nochmal anwenden. Ich muss mit der Seite anfangen, die gegenüber vom gesuchten Winkel liegt. Das ist diesmal die Strecke MP1. MP1 zum Quadrat ist gleich jetzt die beiden anderen wieder. Was haben wir hier? A1 M1 zum Quadrat plus A1 P1 zum Quadrat ist gleich minus 2 mal A1 M1 mal A1 P1 mal Cosinus vom Winkel M A1 P1. War es der richtige? M1 P1, ja, passt. So, Größen einsetzen. MP1 waren die 7,44 zum Quadrat ist gleich. A1 M1 waren die 7,5 Quadrat plus 8,92 Quadrat minus 2 mal 7,5 mal 8,92 mal Cosinus vom Winkel MA1 P1. So, solvern wieder oder per Hand umformen, das geht auch gleich in einem Rutsch. Also wir wollen den Winkel MA1 P1 berechnen. Das ist dann also links auf der linken Seite vom Istgleich haben die 7,44 Quadrat. So, jetzt muss ich auf der rechten Seite alles wegbringen und auf die linke Seite bringen, was nicht zum Winkel MA1P1 gehört. Das bedeutet, wir fangen an mit dem rüberbringen, also minus 7,5 Quadrat minus 8,92 Quadrat. So, dann der nächste Teil, der da ist mit einem Mal angebunden, das heißt, es kommt auf die andere Seite mit geteilt oder unter einen Bruchstrich, minus 2 mal 7,5 mal 8,92. So, und jetzt steht vor dem Winkel noch ein Cosinus. Das bringen wir mit Cosinus hoch minus 1 weg. Dazu muss ich jetzt das noch ein bisschen verschieben. So, Cosinus hoch minus 1 von dem Ganzen drum. Das lässt sich jetzt wieder in den Taschenrechner eintippen. Und dann kommen die gesuchten 53,03 Grad raus, wobei gesucht sind sie hier gar nicht. Das ist also tatsächlich ein Endergebnis. Und wenn kein Zwischenergebnis hier dabei steht, dann wird man das später auch nicht mehr brauchen. Das heißt, an der Stelle endet es mit dieser Aufgabe.